Lieber Schütze, schön, dass du da bist bei dieser Legung. Es geht um die Liebe, Liebe. Für die nächsten 2-3 Wochen, lieber Schütze. Mit dem Paulina-Tarot arbeite ich. Ich freue mich sehr drauf. Was ist das übergeordnete Thema in Sachen Liebe für dich nächsten 2-3 Wochen? Was ist der blinde Fleck? Was wirkt in den Bereich der Liebe ein? Unbewusst? Und es gilt hinzuschauen für dich, weil es einfach einstrahlt. Und wie kannst du das positiv nutzen und ins Bewusstsein heben? Und natürlich, was steht für die nächsten 2-3 Wochen an Energien für dich bereit im Feld der Liebe. Beachte dein Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen, lieber Schütze, sprich aus der Sicht einer Frau. Wenn du ein Mann bist, sei so lieb, dreh das entsprechend um. Ganz lieben herzlichen Dank und ich danke für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal und wenn du möchtest, auch für einen Kommentar. Danke für deine Wertschätzung. Ich freue mich sehr. Schütze. Ich liebe dieses Aura-Spray. Ich gebe immer sehr gerne in die Handflächen. Gut. Schütze. Dein Thema, die nächsten 2-3 Wochen, was du von der höheren Macht übergeordnet, von deinem Seelenplan, ist, dass du dich emotional ein bisschen mehr, wenn das für dich stimmig ist, natürlich öffnen darfst, vom Herzen, denn es steht dir die Energie zur Verfügung, für eine dauerhafte Partnerschaft, also Teamwork, ja, wenn du das willst. Wenn du sagst, na, du bist sowieso nicht bereit für Partnerschaft, dann nicht. Aber wisse, es bräuchte ein bisschen eine emotionale Öffnung deinerseits, denn die Chance, die Möglichkeit, auf einen Mann zu treffen, wo das Potenzial für Partnerschaft da ist, die ist vorhanden. Okay? Die 4 der Kelche und die 3 der Münzen. Schütze, ja? Schauen wir weiter. Der blinde Fleck ist, dass dass der Zeitpunkt da ist, dass Strukturen, veraltete Strukturen, die längst überholt sind,
Vielleicht ist es Kontakt mit einem Menschen, lieber Schütze, ja, zusammenbrechen. Entweder sind es innere Strukturen, weißt, wo unbewusst daran festgehalten wird, es ist ja an der Position des blinden Flecks, das heißt, es ist ja nicht unbedingt im vollen Ausmaß bewusst, ja, der Turm liegt. Es geht wirklich darum, dass eine Riesenveränderung stattfindet. Es steht total an, ist nötig eigentlich, damit in Sachen Liebe auch etwas vorangehen kann, dass du dich von alten Strukturen vielleicht sogar einer Verbindung oder mehreren Verbindungen löst, loslässt, lieber Schütze. Was dir dabei hilft, das umzusetzen, ja? Vielleicht ist dir ja eh bewusst und du sagst, ja, ich weiß, boah, eigentlich ist das alles wie so ein zu enger Overall, ja? Und ich kann schon kaum mehr atmen und ich mag das eigentlich sprengen. Ja? Das, was dich dabei unterstützt, ist die Energie des Wagens. Das heißt, auf nach vorne, orientiere deinen Fokus nach vorn, gib Gas und zwar zu Neuem. Vielleicht auch ein bisschen eine Risikobereitschaft, lieber Schütze. Darauf achten, dass in dir eine gewisse Balance herrscht, aber die Richtung ist nach vorne und Gas geben. Okay, eine sehr erfrischende Energie ist es, lieber Schütze. Weiter geht's zur Prognose. Nächsten zwei, drei Wochen, ja. Ich habe da Kontakte liegen. Kontakte, mindestens einen Kontakt. Oh ja. Das ist sehr interessant, lieber Schütze. Denn du hast so ein schönes Energiefeld, das dir bereitsteht. Du jedoch erscheinst, was du so mit einer gewissen Abgrenzung, ja, mit so einem Sicherheitsabstand. Der Grund liegt auch da, es ist, weil du nur Verletzungen aus der Vergangenheit hast, die heilen, die einfach noch nicht geheilt sind, ja. So schöne Kontakte, also mindestens ein Kontakt, der wirklich, wirklich wunderbar ist. Und den möchte ich mir auch in der Fortsetzung näher anschauen, lieber Schütze. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Einfach auf mehr klicken unter dem Video und dann öffnet sich die Infobox. Da findest du den Link zur Fortsetzung, du findest den Link zu meiner Webpage. Und da schaue ich mir dann genau diesen Kontakt an. Es könnten mehrere sein. Die 8 der Stäbe. An die 2 der Kelche, einer der schönsten Karten im Bereich der Liebe, eine Begegnung auf Augenhöhe, ein Date, ein Kontakt, aber echt mit Herz, ja. Es fühlen sich beide wohl, es ist eine Herzensbegegnung. Vielleicht kennst du diesen Menschen schon, vielleicht nicht, das schauen wir alles näher an, ja, in der Fortsetzung. Gut. Das, was die nächsten 2, 3 Wochen dann noch ansteht, ist, es ist eigentlich ein Rat der Karten oder ein Impuls, ja, dass du dir Zeit lässt in Sachen Liebe. Denn die Karten sagen, gib dir die Zeit, dass du dich
Da ist so ein Muster, ja, bei dir, lieber Schütze, wann du da resonierst, dass du meinst, dich schützen zu müssen, ja, im Sinne einer Abgrenzung, im Sinne eines du meinst, du musst deine Kräfte zusammenhalten, ja? Es braucht Zeit, bis du, da liegt der Gegenüber als Herrscher, ja. Ich schaue mal in der Fortsetzung an, ja. Es braucht Zeit, gib dir die Zeit, dass du diese Energien wieder fließen lässt, ja. Vor allem die Emotionen, ja. Und das ist sehr interessant, weil da haben wir die fünf der Kelche liegen. Das ist die Vergangenheit. Das liegt eben an einer Erfahrung in der Vergangenheit, die fünf der Kelche, wo emotional einfach nur so Schmerz in dir ist, eine Traurigkeit, Trauer, Wehmut. Ja. Diese Karte ruft dich auf, zu sagen, okay, das war in der Vergangenheit, aber heb deinen Kopf und dreh dich in die Gegenwart. Und bei den fünf Kelchen stehen da hinten zwei Kelche. Ja? Davon sind drei umgestoßene Kelche. Das sind die der Vergangenheit, wo was zerbrochen ist emotional. Aber in der Gegenwart, ja, stehen zwei Kelche. Das, was du tun musst, dazu, ja, dass du diese zwei Kelche siehst, ist, dass du dich von der Vergangenheit hin, also von der Vergangenheit, wo du hinschaust, in die Gegenwart, also den Blick in die Gegenwart richtest. Ja. Und da haben wir die zwei der Kelche, die sind ja vorhin auch gelegen. So, so schön. Und das ist wirklich eine schöne Möglichkeit für eine wunderbare Begegnung von Herz zu Herz. Eine wunderbare Herzensenergie, Liebesenergie. Liebevolle Energie. Und da haben wir den möglichen potenziellen Partner liegen, den Herrscher. Und den schauen wir jetzt näher an. In der Fortsetzung, was du da erwarten darfst, was uns der erzählt, ob du den schon kennst, ob du den noch nicht kennst. Freue mich drauf, lieber Schütze. In diesem Sinne wünsche ich dir das Allerbeste. Bitte pass gut auf dich auf. Bis bald und viel Segen für dich, Stella.